Ich werde mich konzentrieren auf eine sehr spezielle, im Augenblick zum Teil noch akademische Anwendung, die jetzt sehr langsam in die Breite geht. Aber mein Job hier heute ist natürlich ein bisschen die Zukunft zu zeigen und wo geht die ganze Reise hin. Und vorweg möchte ich deshalb noch eine kleine Einführung geben, worüber wir überhaupt reden, denn was ich gleich vorstellen werde, ist ein kleiner Ausschnitt. Also wenn wir über den ganzen Markt reden, müssen wir unterscheiden einmal zwischen den Systemen, und da werde ich über dieses Active Mass bzw. Mass Bridge System sprechen, aber da gibt es heute Dutzende, Hunderte auf dem Markt. Dann eine Plattform, das ist die meisten, die E-Learning kennen, hier natürlich auch geläufig, wie zum Beispiel Qlik oder Sakai und diese ganzen Moodle und die da haben. Und dann letztlich ein Portal, hinter dem das Ganze liegt. Also wenn Sie sich als Laie einloggen, dann macht man das meistens erstmal in ein Portal, zum Beispiel der Universität. Von da kommt man dann in eine Plattform, bei uns ist das Qlik, und dann erst kommt man in irgendein solches dieser Systeme, das einen beim Lernen unterstützt. Wir reden jetzt, als wir angefangen haben, ich muss sagen, mein eigener Background, du hast es eben schon sehr schön gesagt, ist eigentlich nicht wirklich im E-Learning, also mein akademischer Background. Meine Frau hat das sehr stark aufgebaut, mit ihr zusammen haben wir das dann hochgezogen, auch in dem Institut. Da war die Größe dieser Anwendung eigentlich noch nicht erkennbar. Und darum lege ich immer gerne diese Folie nochmal auf. Die ist ungefähr von 2008, 2009, glaube ich. In 2009 hat es in dem Wachstum einen kleinen Einbruch gegeben des Gebietes E-Learning. Und zwar ist das, glaube ich, von 10% oder 15% auf 5% geschrumpft, aber immer noch 5% gewachsen. Und danach hat es eine Explosion gegeben. Ich glaube nicht, dass es heute noch, ich selber habe sie nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand hat, Zahlen gibt über die Größe dieses Gebiet. Das ist ein Milliardenbereich, in dem hunderttausende Menschen täglich damit umgehen, Systeme benutzen, Systeme weiterentwickeln und so weiter. Das hat in den letzten 2 Jahren eine Explosion gegeben, die niemand mehr voll verfolgt. Allein im akademischen Bereich, die Zahl der Konferenzen geht in die Hunderte. Das waren früher ein Dutzend oder 2 Dutzend, das sind heute Hunderte. Also so sieht das heute aus. Was ich jetzt machen möchte heute ist, einen Kernbereich in diesem Riesenbereich. Dieser Riesenbereich schließt alles Mögliche ein. Jedes kleine Trainingssystem, irgendein System, mit dem man sich gerade in einer speziellen Sache weiterbildet, oder einfach ein Buch, was sozusagen online liegt, das ist ja noch das meiste, was heute passiert, dass Sie einfach ein Buch nehmen, das wird gesliced, so heißt diese Technologie Slicing, und dann auf den Rechner gebracht. Naja, das reißt keinen mehr vom Hocker, aber das sind natürlich Tausende von Anwendungen, die auf die Weise laufen. Für uns am Keltech und vor allem an der Universität interessiert natürlich mehr, was kommt danach. Und darauf möchte ich jetzt konzentrieren, nämlich einmal diese intelligenten Tutorsysteme und am Beispiel der Mathematik. Und warum nehmen wir die Mathematik? Naja, die Entscheidung ist schon vor 15 Jahren gefallen. Im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute denken, ist Mathematik eine absolute Schlüsseltechnologie. Auch, oder ein Schlüssel Wissenschaft, auch in den Geisteswissenschaften. Sehr viele Studenten scheitern, auch in den Geisteswissenschaften, an den mathematischen Heranforderungen, zum Beispiel in der Psychologie. Das ist absolut erstaunlich, was sie mathematisch können müssen. Okay. In den Ingenieurwissenschaften ist das ganz besonders dramatisch. Nicht nur sind die Zahlen der Ingenieure in Deutschland zurückgegangen, im Augenblick ist gerade mal wieder so ein besonderer Engpass, haben Sie sicher in der Zeitung gelesen. Am Wochenende hat die Süddeutsche wieder einen Riesenbericht gehabt über den Mangel und was das heißt für eine Industrienation, die wir sind, was das heißt, wenn wir die Köpfe nicht mehr haben. Wir haben keine natürlichen Ressourcen, Kohle und Stahl, das wissen wir hier im Saarland, spielen keine große Rolle mehr. Die Tatsache, dass wir noch diesen hohen Lebensstandard haben, beruht auf den Köpfen unserer Ingenieure. So verkürzt kann man es sagen. Wir bauen noch immer die besten Autos der Welt. In der Chemie sind wir noch am Ball. Na, in der Rechnerkultur und Rechnerentwicklung, na, da sind wir nicht mehr so vorne. Aber im Großen und Ganzen sind vor allem im Mittelstand der Maschinenbau, das sind die Bereiche, in denen wir volkswirtschaftlich noch immer gut sind. Und das sind unsere Ingenieure. Und darum wurde vor 10 Jahren schon, das war noch unter
unter Schröder sozusagen nationaler Notstand ausgerufen. Damals, da waren wir auch in dem Projekt, dann kam die Föderalismusreform dazwischen, die das alles zerschlagen hat. Aber damals war völlig klar, wir müssen eine nationale Anstrengung machen, um den Anteil der Ingenieure wieder zu erhöhen. Da sollten 100, 200 Millionen zur Verfügung gestellt werden. Es gab direkt unter dem Kanzler, unter Schröder, ein kleines Komitee, das das koordinieren sollte. Da sollte die Max-Planck-Gesellschaft die Bildungsvoraussetzungen dafür untersuchen. Da sollte Technologie entwickelt werden, das ist natürlich wie immer ein kleiner Teil, empirische Untersuchung und. Wieso das eigentlich kommt und was können wir tun, damit wir diesen Ingenieuranteil wieder erhöhen? Denn es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die für jedes einzelne Fach sich angesehen haben, woran die eigentlich scheitern. Zum Teil 80%. Auch bei uns hier im Saarland, also auch selbst in der Informatik, das ist jetzt ein bisschen besser wieder geworden. Aber wir hatten Dropout-Rates von 80%. Muss man sich mal vorstellen, diese volkswirtschaftliche Verschwendung. Und woran liegt das? An der Mathematik. Das kann man so fast uniform sagen. Es gibt dann noch Ausreißer und die haben sich falsch entschieden und so. Oder haben sich das irgendwie anders gedacht. Da gibt es ja so ein tolles Programm jetzt in StudyFinder und so, sodass das ein bisschen günstiger wird alles. Aber die Schlüssel... Technologie ist jetzt falsch, also die Schlüsselmathematik, die Schlüsselkenntnisse sind die Mathematik. Und da haben wir uns natürlich dann auch langfristig ein Geschäft versprochen, wenn wir so etwas machen können. Also, was ist ein intelligentes Tutorsystem? Naja, was ist denn nicht ein Tutorsystem, das nicht intelligent ist? Die klassischen Systeme. Da ist das so, die gab es schon in den 60er und 70er Jahren, manchmal hatten die mehr Erfolg, manchmal weniger. Im Großen und Ganzen hielt sich das in Grenzen. Und zwar, weil die starr programmiert waren. Nicht, man geht in das Buch rein und dann steht fest, was als nächstes passiert. Der nächste Schritt, dann je nach Antwort kann sich das mal verzweigen, dann springt man wieder ein bisschen zurück, aber im Prinzip ist das haargenau vorgegeben. Feedback, die ganzen tollen Sachen, die ich jetzt Ihnen gleich vorstellen werde, das gab es alles nicht. Und entsprechend, klar, die hat man benutzt und die gibt es auch heute noch, aber man kann eben spannendere Sachen machen. Und der Markt hat sich geöffnet, erst als diese ganzen KI-Technologien dazu kamen. Nämlich, dass das System ein Modell aufbaut von den beiden Benutzern. In diesem Fall nehmen wir mal an, das ist in Farben ein bisschen komisch, dass wir zwei Benutzer haben, einen Anton und den anderen Bert, und der eine ist clever und schon weiter und der andere nicht. Also soll das System total unterschiedlich sein. Und woher weiß das System das, was es jetzt machen soll? Der Schlüsselbegriff dazu ist ein User Model, also ein Benutzermodell, ein Studentenmodell, das das System aufbaut, und da werde ich auch gleich ein paar Beispiele zeigen. Und wenn man das mal hat, ein solches Benutzermodell, dann kann man auch diese ganze Präsentation, den ganzen Kurs personalisieren. Das heißt, auf diesen einen Studenten in diesem einen Fach an dieser einen Universität genau zuschneidern oder Schule. Und um das zu machen, braucht man sehr viel an KI-Technologie, aber auch Standardbereiche, in anderen in Geisteswissenschaften, gerade die Pädagogik, wie das heute programmiert wird, wie die Lernvorgaben ablaufen, das geht nach PISA, wird nach PISA vorgegeben und so weiter. Gerade Lernpsychologie, diese Sachen spielen eine große Rolle. Eigentlich kann man überspitzt sagen, E-Learning so als Gebiet gibt es gar nicht. Das liegt im Durchschnitt dieser ganzen anderen Gebiete und von jedem kommt was dazu. Und das war in der Vergangenheit auch leider oft dann ein Problem für die jungen Leute, die in dem Gebiet arbeiten, sich zu qualifizieren und am Schluss einen akademischen Job zu kriegen. Das fängt jetzt erst an, dass man langsam die ersten Professorenstellen dafür gibt und so. Naja, was ist aber unser Interesse? Ich bin ja vom DFKI und Caltech arbeitet natürlich eng mit dem DFKI zusammen. Das Hauptinteresse liegt also an der KI und an diesen fortschrittlichen Technologien, die da zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe mal so eine kleine Liste da zusammengestellt. Benutzermodellierung, also dass das System weiß, mit wem es zu tun hat und in welchem Zustand der gerade ist, der Student. Presentation Planning ist eine andere Technologie aus der KI. Das benutzen wir auch. Da wird online und on the fly der Content verändert, je nachdem, ob der Student jetzt mehr weiß oder weniger weiß, wird das Buch, passt sich das Buch, an dem er gerade lernt, adaptiv an den Studenten an. Adaptive Benutzerinterfaces, das ist auch Standard heute. Natürliche Sprachverarbeitung, vor allem Speech Recognition, die nächste Riesenwelle, die jetzt auf uns zukommt und so weiter.
Und damit es nicht so ganz so trocken und so abstrakt ist, schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an, nämlich dieses System, das von meiner Frau im Wesentlichen entwickelt wurde. Die ist leider an Krebs im Frühjahr verstorben, nach 3 Jahren langem Kampf. Aber sie hat diese Umsetzung noch erlebt und vor allem sie hat die Umsetzung weltweit noch erlebt. Das ist wunderbar und ich bin eigentlich so ein bisschen der, naja, was sagt man denn da, Verwalter, der Erbverwalter oder sowas. Und darum möchte ich das doch schon gerne betonen, dass dies tatsächlich von ihr ist und es gibt da auch eine Website inzwischen. Sie war eine herausragende Wissenschaftlerin, auch weltweit. Es hat einen speziellen Workshop ihr zu Ehren gegeben. Ihre Veröffentlichungen sind dort gesammelt worden und so weiter. Und dieses Active Math ist halt ein Teil davon. Okay, wie sieht das also aus? Dies ist noch ein bisschen das alte Interface. Wir haben inzwischen neues, aber für das Prinzip ist das mal egal. Es gibt einerseits in dem System, also auf dem Computer, fertige Bücher für alles Mögliche. Man kann Kalkulus lernen, man kann Differentiale, Integralrechnung, was weiß ich, ne? Also Algebra und so, was immer an fertigen Büchern vorprogrammiert ist. Und, das ist sowieso klar, und es gibt, das ist entweder von dem Lehrer oder allgemein von dem Verlag zur Verfügung gestellt. Aber interessant, für jeden Benutzer gibt es jetzt ein spezielles Buch. Und dieses Buch ist ganz speziell auf diesen Benutzer zugeschneidert. Und das geht so. Wenn ich mich als Benutzer einlogge, dann kommt man erst auf diese allgemeine Seite und wird mit Fragen traktiert. Denn irgendwo muss der Computer ja mal anfangen, rauszukriegen, was der Schüler eigentlich kann und was er nicht kann und was er eigentlich will. Und dies ist hier ein Beispiel für die erste Seite. Da wird das Szenario festgelegt. Es gibt ja verschiedene Lernszenarios. Ich möchte das ganz von Anfang an lernen, weil ich noch von Tuten und Blasen keine Ahnung habe. Ich habe das Gebiet längst drauf, aber muss mich auf eine ganz spezifische Prüfung vorbereiten. Was gibt's noch? Ich will nur mal wissen, was in dem Gebiet los ist und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Szenarien, von denen hier jetzt einige aufgelistet sind und das klicke ich an. Das Ganze lohnt sich nur, wenn man einen Markt hat, der mal mindestens europäisch ist. Und wenn man ja Englisch sowieso dabei hat, dann natürlich den amerikanischen Kontinent und was wir jetzt stark machen, Russland und Lateinamerika ebenfalls mit umschließt. Denn sonst lohnt sich so ein Aufwand nicht. Und ich sage gleich noch, was die Europäische Union zu diesem Thema zu sagen hat, wie die das eigentlich im Augenblick unterstützen, tatsächlich in diese Riesenmärkte reinzukommen. Okay, also das System gibt es jetzt natürlich in allen möglichen Sprachen. So, wie sieht das also aus? Jetzt haben wir diese ersten Fragen alle beantwortet. Jetzt hat das System eine initiale Benutzermodell aufgebaut und ein Szenario aufgebaut. Und präsentiert die erste Seite. Zum Beispiel so. Jetzt will man, hier ist es so, man soll Differentialrechnung lernen und so sieht das dann aus. Hier links, diese Dinger, die zeigen an, wie viel man schon kann in dem jeweiligen Gebiet. Rot kann man noch nichts, schwarz hat man noch nichts gemacht und ist üblich die Ampelbeschreibung. Und jetzt kann ich das anklicken und loslegen. Die Präsentation, mit der ich jetzt loslege, die guckt jetzt schon nach, was war denn mein Background? Von wo komme ich denn? Da bin ich ein Mathematiker. Dann sieht eine Seite ganz anders aus. Für einen Biologen werden zum Beispiel die Beispiele aus dem biologischen Umfeld gewählt. Für einen Physiker sieht es wieder anders aus. Da kommen meistens dann physikalische Beispiele. Auch ein anderer Typ von Mathematik. Beim Physiker kann man mehr an mathematischen Kenntnissen voraussetzen als zum Beispiel beim Biologen. Ob das immer stimmt, aber Sie sehen schon, worauf ich hinaus will. Okay? So, und jetzt nehmen wir mal an, wir haben 2 Studenten. Der eine heißt Anton und der andere heißt Eva. Und Eva studiert Mathematik, will das wirklich wissen. Also das ist jetzt ihr Gebiet, was sie richtig lernen will. Während Anton Physik studiert, der ist noch am Gymnasium, macht den Leistungskurs und will sich nur auf die Prüfung vorbereiten. Okay? Und dann sieht das so aus, wenn es jetzt weitergeht, wenn Anton weitermacht, kriegt er eine Präsentation, die irgendwie so ist, wo er nur schnell irgendein paar Fragen beantworten muss, weil man davon ausgeht, dass er das jetzt schon gelernt hat. Und das System überprüft mal, ob er es wirklich drauf hat und coacht ihn für diese Prüfung. Im Gegensatz dazu würde genau dieselbe Sache für Eva so aussehen.
Da wird im Detail erklärt, nicht, ich weiß nicht, die meisten werden das noch wissen von der Schule, wie so ein Differentialquotient berechnet wird, ne, mit dem Dreieck und dann d über x und y und diese ganzen Geschichten. Okay? Und dann wird das langsam eingeführt und wird ihr erklärt. Und insbesondere, wenn sie Fragen stellt, dann wird das Feedback, die Beantwortung dieser Fragen anders ausfallen. Dann wird ihr das richtig im Ernstfall erklären. Während der Anton natürlich ein fauler Bock ist, der will das gar nicht mehr wissen. Der will nur noch durch die Prüfung durchkommen. Und ein besonderer Hit an dem ganzen System ist, es ist ja internetbasiert. Vor 20 Jahren, als Erika damit angefangen hat, war das überhaupt nicht selbstverständlich. Die Systeme lagen auf ihrem PC oder sonst nicht wo. Okay? Das ist internetbasiert, das macht man über den Browser und da ist eine riesen Informatiktechnologie dahinter, die viele Jahre gedauert hat in der Entwicklung, damit Sie das auf Ihrem PC oder hier auf dem schönen kleinen Mac Air haben, um dann immer das Gefühl hat, ich hab's da. Und der Vorteil davon ist, wenn man sowieso im Internet ist, dass man auch das Internet aufrufen kann. Also der Schüler kann online in dem System einfach nachfragen und zum Beispiel hier, was ist mir jetzt mit Abel damals, der ist ja durch so ein Duell gestorben, die ganzen Döne können in Stories und so, kann er sich dazu laden. Okay, so geht es also los, jetzt sind wir so in dem Text, jetzt hat er das gelernt und hat so den ersten Abschnitt erreicht. Und jetzt überprüft das System anhand von Beispielen, wie viel hat er denn jetzt schon gelernt. Und dazu brauchen wir Übungen. Und hier stehen jetzt solche Übungen, also wir sind im Calculus, wir lernen Differential- und Integralrechnung und hier lernt man gerade, wie man solche Funktionen differenziert. Und was man dazu braucht, ist einen raffinierten Editor. Da will ich natürlich jetzt auch nicht drauf eingehen, aber die meisten Editoren sind nicht wirklich gut. Ich zeige Ihnen gleich eine Stelle, die ist wirklich pfiffig. Denn Sie müssen ja mit diesen Funktionen ins Internet gehen. Das muss ja gleichzeitig auf dem Rechner sein, im Internet. Und die Namen sind im Internet vielleicht andere als wieder auf Ihrem PC und so weiter. Das Schlüsselwort hier sind eigentlich zwei Sachen. Einmal natürlich eine schöne Oberfläche, das Übliche, was man vom Editor erwartet. Aber das Zweite ist eine tiefe Sache, eine semantische Repräsentation. Sie wollen nicht die Oberflächenstruktur sehen, die Sie hier drin haben, die Sie hier in dem Editor sehen, sondern da ist eine Tiefenrepräsentation, eine semantische Repräsentation, aus der jeweilig die Oberfläche berechnet wird. Und darum kann man auch im Internet dann surfen und was finden, weil das nicht dieselbe Oberfläche ist. Okay, mit diesem Editor spielt man also rum, beantwortet die Fragen, kann die Zeichen hochziehen und so, damit das für Schüler, damit die das wirklich machen, muss natürlich jede Menge Komfort da drin sein. Und dann kommen Fragen. Und das ist die einfachste Situation. Also hier soll die Steigung von dieser ganzen Kurve da oben berechnet werden. Und der kluge Schüler weiß, dass man da so eine Gerade ziehen kann und dann einfach, dass die sozusagen die Summe über das Ganze ist und dass man dann die Steigung berechnen kann. Bedauerlicherweise hat er diesen Bruch, der daraus resultiert, also 1000 durch, was ist das, 400 genau, gerade falsch rum hingeschrieben und das ist jetzt nicht interaktiv, also am Anfang sagt er also 1000 über 400, dann sagt das System rot, nein, nein, falsch, ist es nicht. Ach so, ja, Mist, verdammt, ja, habe ich ja das gerade vertauscht, ah, sagt er das. Dann sagt das System im Prinzip, gelb, Prinzip schon richtig, aber guck doch nochmal nach. Naja, und dann sieht man, dass man es kürzen kann und die Steigung ist 1 durch 40. Okay? Das ist noch, kann man sich vorstellen, das ist Kiki, das kann jeder Informatiker implementieren. Die KIler sind so ein bisschen was Besonderes, ne? Wir haben es mehr drauf als die, ne? Ich weiß nicht, ob ich Informatiker dabei sind. Bei meinen Kollegen wirkt das immer. Das bringt sofort die Sitzung zum Platzen. Was? Ihr habt doch 1960 schon gesagt, dass wir den Schachweltmeister schlagen und dann habt ihr es nicht geschafft und so. Stimmt aber, wir haben es geschafft. Okay, das ist noch der normale Feedback. Das ist noch das normale Feedback, das jeder kann. Interessanter wird es schon, wenn man inhaltlichen Feedback geben muss. Also hier ist so ein kleines Beispiel, da soll man einen Beweis über Induktion führen. Gucken Sie sich jetzt nicht zu sehr das Technische an. Das ist für Studenten dann schon nicht mehr so ganz trivial. Und wenn ihm nichts einfällt, dann kann er einen Hinweis anfordern. Und da sehen Sie schon das Problem. Jetzt wird das System was sagen. Das tut es in diesem Fall. Aber eventuell kapiert es immer noch nicht oder sieht immer noch nicht, was los ist. Und dann kann er wieder auf den hin drücken und dann wird das nächste erklärt und das nächste. So ist so eine Staffelung.
Und das sieht so einfach aus, als ob man das einfach reinprogrammieren könnte, aber da ist natürlich die Musik. In diesem Feedback und der Feedback-Generierung, wir haben allein bei uns zwei Promotionen dazu geschrieben, darüber spielt ganz wesentlich die Musik, wie intelligent das System ist. Menschen haben eine erstaunliche Fähigkeit, als Lehrer sich sofort auf den Schüler einzustellen und vor allem, wenn die viel Erfahrung haben, zu sehen, was kann der nicht, was muss ich dem da jetzt sagen? Und vor allem, wo soll das hingehen? Wir haben zwei große Projekte, eins mit der Carnegie Mellon University zusammen, Adapter X, und ein anderes hier mit der DFG, ein Grundlagenprojekt, in dem nur diese Feedback-Generierung immer wieder untersucht wird und was man dazu wissen muss, auch aus psychologischer Sicht übrigens. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Naja, und das nächste Problem ist, natürlich, Gaming the System heißt das, kann ein Schüler, der keinen Bock hat, einfach wieder einen Hint drücken und am Schluss hat das alles. Wie verhindert man das? Ne, darf man natürlich nicht und so. Der Witz an diesem Ganzen ist natürlich, abgesehen von dieser KI-lastigen, starken Unterstützung des individuellen Schülers, dass man mit dem System wesentlich mehr machen kann als mit jedem Lehrbuch oder in jeder Vorlesung. Nämlich, ich kann interaktiv damit arbeiten, zum Beispiel so. Also hier soll die erste Ableitung von der Tangens-Funktion berechnet werden. Das ist bei mir jetzt auch schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr wusste, um mir jetzt für den Vortrag, dann ist mein System noch abgestürzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und alles, muss ich das jetzt wieder nachgucken, also das stimmt schon so, ne? Das ist die erste Ableitung. Und das soll man lernen, und jetzt will man natürlich wissen, wie sieht denn das eigentlich aus, was ist das für eine Funktion, und dann kann ich da oben den Function Plotter anklicken, ich fahre mit der Maus da hoch, zapp, zapp drauf, so, und guck mir zum Beispiel an, das war ja 1 durch Cosinus, ach Mann, was war denn der Cosinus eigentlich nochmal? Und jetzt kommt einer dieser schönen Tricks, so als nächstes möchte ich mir natürlich angucken, wie sieht denn diese erste Ableitung überhaupt aus? Das hätte ich nicht mehr gewusst, als Funktion, okay? So, und was man jetzt mit dem System machen kann, ich kann das mit überfahren, draufklicken, und dann erscheint so ein Pull-out-Menü, und jetzt möchte ich das darüber dragen und zopp, und jetzt habe ich es da drüben drin, da reingeschoben, und da ist die Funktion dazu. Und jetzt kommt das, was ich eben gerade gesagt habe, die ganze Information liegt ja im Netz. Da haben wir mal viel Lob von den Gutachtern gekriegt, dass wir das hingekriegt haben. Das sieht so einfach aus, als ob sie es einfach rüberdragen. Da sind wir nicht so. Da ist eine Wahnsinnsberechnung dahinter, damit sie dann wieder an die Information drankommen. Okay. So, und dann habe ich die erste Ableitung, so die gucke ich mir dann also an. Und jetzt kann er noch was machen. Ach so, das ist hoch 2, Tangens hoch 2. Wie wäre es denn, wenn ich Tangens hoch 3 eingebe? Und das kann ich unten wieder eingeben. Und zopp, erscheint für den Benutzer wieder, als ob ich wirklich lokal arbeiten würde und das alles kriege. Sehr schön. So, das macht man das eine Weile. Das System baut also immer mehr Wissen aus über den Benutzer. Und ich hatte bereits gesagt, während es dieses Wissen aufbaut, kann es den Inhalt verändern. Entweder explizit, indem es sagt, pass mal auf, du machst zu viel Fehler, geh noch mal zu Kapitel sowieso zurück. Das ist noch einfach. Oder aber on the fly, da kommt dieses Planning, das ist eine Technologie der künstlichen Intelligenz rein, man plant das Buch wieder neu. Auf der Basis dessen, was man jetzt über den Studenten weiß. Und das merkt er gar nicht. Plötzlich verändert sich das Buch. Wenn er weitermacht, ist ein anderes Buch, als es sonst gewesen wäre. Irgendwann will er selber wissen. Vor allem die Lehrer wollen das wissen. Die trauen diesem System natürlich überhaupt nicht, weil das ja ein Blackbox ist zunächst. Irgendwann will man wissen, was kann ich denn jetzt? Und da gibt es hier oben so einen Button in diesem Pullout, meinen Wissensstand. Da kann ich schnell immer zwischendurch mal draufklicken. Und dann wird mir mit dieser Ampelnotation gesagt, in welchem Gebiet, in welchem Kapitel bin ich jetzt wie gut und wie nicht. Und auch eine Gesamtbewertung, je nach Einsatz kann ich ihm auch sagen, du bist noch bereit für die Klausur oder noch nicht. Zum Beispiel wird das online in Ungarn eingesetzt von allen Ländern.
Das habe ich selber erst gar nicht gesehen. Wir drehen gerade ein Video darüber. Die haben das tatsächlich so ausgefuchst, dass das System nur für die Prüfungsvorbereitung. Die haben die Durchfallrate. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben damals 100 Millionen ausgeben wollen. Die haben es einfach so gemacht. In Budapest wird dieses System eingesetzt. Die Durchfallrate ist von 80%, ich glaube, auf 20 zurückgegangen. Man muss sich mal diesen volkswirtschaftlichen Nutzen vorstellen, was das heißt. Die werden damit so lange gecoacht, bis die Mathematik für das jeweilige Gebiet drauf haben mit dem System. Und dann kommt es eben auf den Rest an, ob sie es auch können. Naja, das ist, wo es im Augenblick überall eingesetzt wird. Das sind noch am Anfang, ist das noch Pimmelskram. Inzwischen, jetzt werde ich noch ein paar Folien, aber ich bin fast durch, über eine größere Anwendung Ihnen gleich zeigen. Wir sind dabei, das für Russland zu erschließen. Russland hat riesen Gelder zurückgelegt für die Bildung, die aus den Ölvorkommen und so weiter kommen, also im Milliardenbereich, die jetzt in die Bildung investieren wollen. Und eine Möglichkeit, den westlichen Standardanbildung anzuzapfen, sind solche E-Learning-Tools. Und der zweite große Markt, an dem wir arbeiten, ist Lateinamerika, eine ähnliche Situation. Und mit den Ländern kommen wir immer viel besser klar, die wollen nämlich richtig was. Die sind um uns her. Während bei uns in dem Gesättigten muss man immer erst lange diskutieren, überzeugen und bis man so einen Universitätspräsidenten oder wie zu irgendwo hat, oh mein Gott, ne, das ist so. Okay. Ja, aber ich auf diese Mathbridge-Geschichte, das will ich gleich noch lernen, zeigen, weil das bis heute im Augenblick die größte Anwendung ist. Wohin geht das? Dies ist ja ein Beispiel. Solche Systeme gibt es heute nicht nur hier. Es gibt 3, 4 ganz große Systeme von der Art. Die Pioniere waren Carnegie Mellon, also Pittsburgh Learning Center. Die sind auch nach wie vor führend. Die sind uns mindestens 10 Jahre voraus gewesen damals. Also wir haben halt wesentlich eher angefangen, als wir hier in Deutschland. Cognitive Tutors ist das große Rollenmodell gewesen für meine Frau, gegen das sie anstinken musste und irgendwie auch zeigen, dass wir es hier halt auch drauf können und eben immer noch ein bisschen einen draufsetzen, wie es in den Naturwissenschaften heute so läuft. Und inzwischen muss man sagen, ist Deutschland, wir sind ja auch hier im Caltech nicht die Einzigen, das wird an vielen Standorten heute in Deutschland gemacht, ist Deutschland wieder in der ersten Liga mit dabei. Das ist einfach so. In manchen Sachen haben wir sogar die Nase vorn. Wir haben diesen riesigen Vorteil von dem großen DFKI gehabt, in dem also wirklich im Bereich von 100 Millionen Projekte laufen. Da können viele, auch selbst die Amerikaner, oft nur von träumen. Das war natürlich ein riesiger Boost, um überhaupt mal mit so einer Riesengeschichte anzufangen. Aber im Großen und Ganzen mal hat der eine die Nase vorn, mal die andere Nase vorn. Wenn man nicht selber in dem Gebiet gerade arbeitet, interessiert einen das ja nicht. Man will wissen, sag mal, wohin geht's denn jetzt überhaupt? Wohin geht die Reise? Was sind die nächsten großen Sachen, die als nächstes passieren werden? Und das werden wir eigentlich von unserem Advisory Board und von den Leuten im DFKI, von den Industriepartnern am meisten gefragt. Das DFKI ist ein Information Radar. Die großen Konzerne haben Millionen ins DFKI gepumpt, nicht aus Menschenfreude und weil wir so nette Jungs sind, damals jedenfalls mal vielleicht mal waren, sondern weil sie da Informationen abgreifen können, von der man sagen kann, naja gut, das weiß heute in der Welt auch keiner mehr besser. Okay? Und die stellen normalerweise eine Firma, die, hier ist es also ganz typisch IMC am Ort, aber natürlich mehr, also Cisco ist natürlich auch, wir haben jetzt mehrfach schon Konsultationen gehabt, die wollen wissen, was müssen wir denn jetzt machen, was kommt als nächstes. Und meine persönliche Prediction, aber das würde heute jeder in dem Gebiet unterschreiben, ist, eine Sache ist die erste wichtige Sache ist das Benutzermodell. Man braucht ein sehr viel verfeinerteres Benutzermodell als nur das, was über diese Exercises, über die Übungen reinkommt. Ob der die Übungen richtig gelöst hat und was ist da und welche Feedback-Sachen er benutzt hat und so. Darüber kann man sehr, sehr viel schließen. Auch über die Fragen, die man denen wieder direkt stellt, wie alt. Ist es eine Frau oder ist es ein Mann zum Beispiel, das ist eine der wichtigen Fragen. Natürlich, wenn ich jemandem sehr nahe stehe, weiß ich mehr. Aber es ist erstaunlich, um so ein erstes Modell zu kriegen, eigentlich wie wenig Parameter man braucht. Die Feuchtigkeit der Hände, der Herzschlag, der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung sind schon ganz, ganz wichtige Indikatoren. Und wenn man das alles hat, oder was unsere Kollegin da aus Hamburg jetzt gemacht hat, die hat einen Stuhl.
entwickelt. Und je nachdem, wie sie das Gewicht auf dem Stuhl verlagern, geht man davon aus, was mit dem Typ los ist. Also wenn der sich nach hinten lehnt oder wenn der nach vorne voll dabei ist und so. Pfiffige Idee, ne? Okay, da geht die Reise hin. Also mehr, immer mehr über den Benutzer rauskriegen, bis zum Bodysuit, das ist so eine Jacke, die man anzieht, mit der man, was weiß ich, noch alles Mögliche messen kann, was in dem Benutzer los ist. Diese Information wird zu immer raffinierteren Benutzermodellen führen. Das ist nicht nur bei uns so. User Modeling ist heute auch in der Standardinformatik, in jeder Anwendung spielt das heute eine Riesenrolle. Und was ich ganz besonders, wir haben sehr viele Projekte gehabt zur Sprachverarbeitung. Also Sie können mit dem System reden. Naja, reden konnten Sie meistens nicht, sondern mussten es eintippen. Und dann ist es zu langweilig, dann macht man es nicht. Die Spracherkennung, wenn das, und das ist zum großen Teil, ja, Sie verfolgen das ja auch, das kann man heute im Telefon und so weiter, ne? Aber wenn das so weit ist, dass wir so sprechen, mehr oder weniger, wie ich jetzt rede, dann gibt das einen Durchbruch. Da bin ich absolut überzeugt, nicht nur bei uns sowieso, mit jedem Gerät und mit jedem Kaffeemaschine können Sie reden. Das ist ja auch jetzt in dem, das haben wir vor 10, 20 Jahren schon am DFKI gemacht. Aber in diesem Gebiet, wenn ich mit diesem Tutor-System sprechen kann und wenn mir das einen intelligenten Feedback in Sprache gibt und mir dann noch zeigt mit einer Hand, guck doch mal dahin, textische, gestengesteuerte, und dann noch 3D ist, ich sehe einen schönen Tutor, in meinem Fall eine hübsche Tutorin, die mir sagt, ach Liebster, guck doch mal, hast du doch nicht da. Ja, okay, nicht mal sieht, was ich sagen will. Damit kann man eine ganz andere Art von Feedback generieren und natürlich werden diese Systeme dann in einer Weise interaktiv und attraktiv für den Lerner, dass man wirklich mit diesem System alleine erstmal arbeitet und sich selber, vor allem wenn man hochmotiviert ist, weil man die Prüfung machen will oder an die Uni kommen will durch diese differenzierten Bildungswege, dass so diese Systeme eine wirkliche Marktlücke erfüllen und ganz anderes Lernen ermöglichen, als das noch vor 10, 20 Jahren möglich war. Auch für die Psychologen, weil man verschiedene Lerntheorien reinprogrammieren kann. Da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen. Und dann nicht mehr schöne Papieraufsätze schreiben, wie es unsere deutschen Psychologen machen, sondern mal empirisch hingucken, ob die Idee, die sie da nur vorgeschlagen haben, ob die wirklich funktioniert. Und das ist eine ganz radikale Entwicklung, die im Augenblick in diesen psychologischen Lerntheorien ist, wo man tatsächlich fast nichts mehr veröffentlichen kann, wenn man nicht anschließend eine Studie gemacht hat, was das bringt und mit irgendwelchen Schülern das gemacht hat. Und das kann man natürlich mit so einem System viel besser. Gut, das klingt erstmal ganz toll und immer wenn ich so einen Vortrag gehalten habe, dann meldet sich hinterher ein Lehrer und sagt, ja, aber das ist doch alles so technologielastig und überhaupt und der Mensch, wo bleibt der denn und immer nur Computer und so. Und das stimmt. Der wichtigste Faktor beim Lernen ist natürlich nach wie vor der Mensch, ein guter Lehrer, zu dem man einen persönlichen Draht hat. Und das Schlagwort dafür ist Blended Learning. Blended Learning heißt, dass ich nicht die ganze Zeit nur mit dem Computer lerne, sondern eine Promotion, die wir mit den Finnen zusammen machen, da ist das so, das sind 45 Minuten, die ersten 15 Minuten sind Einführung, glaube ich, des Menschen, dann sind 15 Minuten mit dem System und dann sind wieder 15 Minuten, wo das alles neu verarbeitet wird. Dann kommen wieder 15 Minuten mit der Einführung des Nächsten, 15 Minuten und so. Okay? Blended Learning. Und darum bin ich so gern eben auf diese Videosache eingegangen. Der richtige Hit natürlich ist, dass Sie da neben einem Videobildschirm stehen haben und da ist ein menschlicher Lehrer dahinter. Und der menschliche Lehrer, ich sage absichtlich menschliche Lehrer, weil da ein anderer Bildschirm ist, wo der Tutor drauf ist. Nämlich dass der Avatar, der mir auch sehr viel sagen kann. Aber irgendwo da hinten gibt es noch einen Menschen, der nicht, wenn er da sein kann, ist ja sowieso alles klar. So ist das heute noch in Ungarn. Sie ist immer dabei, Eva. Die diese Sache aufgebaut hat. Sie steht vorne und dann sagt einer was und dann geht sie hin. Okay? Das ist aber nicht immer möglich. Mit demselben Argument, was Sie mit dem Video gesagt haben. Ne? Also muss man auch den Lehrer präsent haben. Wir arbeiten zum Beispiel mit China zusammen. Christoph, eine sehr enge Kooperation, die Christoph jetzt sehr stark gepusht hat. Die haben Distant Learning in einer Weise aufgebaut, das ist für uns schwindelerregend. Auch von der Technologie her. Das ist kein Entwicklungsland. Da können wir mal froh sein, wenn wir da noch mithalten können. Also das ist der akademische Teil in einem sehr großen EU-Projekt. MathBridge wird dies umgesetzt, das auch noch Erika anleiern konnte, aber jetzt von ihrem Nachfolger
Dr. Sosnowski geleitet wird. Da geht es darum, diese Lerninhalte, ich habe ja schon gesagt, wie aufwendig das ist, aufwendig so ein System, aufwendig diese Lerninhalte zu sammeln, wie man die europaweit vertreiben und zugänglich machen kann. Und das gibt es weltweit nicht nochmal. Das gibt es ja auch in den USA so nicht. Ich bin extra jetzt rumgereist an mehreren Unis, ich wollte mir das angucken. Indianer zum Beispiel, die sind auch verteilt, die können ja nur von träumen. Da hat Europa tatsächlich mal was unter dem Leistungsdruck, nicht weil wir nun so tolle Kerle sind, aber unter dem Leistungsdruck. Denn wir haben nun mal verschiedene Sprachen, wir haben total verschiedene Bildungssysteme. Wie macht man denn das, wenn man so ein System jetzt einsetzen will? Und dieses Projekt ist dafür ausgelegt, europaweit mit verschiedenen Partnern diese Lerninhalte, die zum Teil existieren, in eine semantische Repräsentation zu überführen, sodass man von der semantischen Repräsentation die Oberflächenstruktur wieder berechnen kann, die Oberflächenpräsentation. Für jedes Land verschieden, in verschiedenen Sprachen. Wir haben das jetzt gemacht seit ein paar Jahren mit 10.000 Lerneinheiten, das ist die größte Kollektion der Welt an solchen mathematischen Lerneinheiten. Der Hack ist aber gar nicht, dass das so viele sind. Der Hack ist, dass das in der semantischen Repräsentation vorliegt, aus der man die Oberfläche in den verschiedenen Sprachen, in den verschiedenen Notationen der einzelnen Länder dann generieren kann. Sodass sich das tatsächlich lohnt, so ein System dann europaweit für all diese Sprachen und all diese Kurse einheitlich einzusetzen. Und das ist natürlich der Gag. Insbesondere, das haben wir selber gar nicht mitgerechnet, man denkt, Mathematik ist so irgendwie universal, das versteht jeder. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt enorme kulturelle Unterschiede in der Mathematik in den einzelnen Ländern, wie man zum Beispiel was notiert. Also so ein offenes Intervall wird in Deutschland so notiert, in England so, in Niederlanden so, Binomialkoeffizient unterschiedlich. Gibt es Dutzende, Hunderte von Beispielen, wie das unterschiedlich ist. Oder wie Theoreme ganz anders heißen. Ich glaube, wir hatten jede Menge Beispiele, mir fällt jetzt gar nichts ein, Malinowski-Theorem, das heißt dann irgendwie ganz anders, das Gänsentheorem oder so in England. Okay? Und das muss das System wissen und entsprechend hochgenerieren. Und das ist, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Dann haben wir es für verschiedene Learning Management Systeme integriert, denn alle Universitäten haben ja ein anderes, vor allem europaweit, und haben es heute tatsächlich in diesen Ländern zum Einsatz gebracht. Das wird in all diesen europäischen Ländern heute in der Form tatsächlich verwendet. Okay, danke.